Danke, Herr Präsident, tolles Haus. Frau Kollegin Kugler, Sie haben ein paar sehr, sehr interessante Sachen gesagt. Sie haben gerade von einem Wunderheiler gesprochen. Also ich glaube, der ist in Ihren Reihen zu suchen gewesen. Er ist mittlerweile nicht mehr Bundeskanzler, aber wir erinnern Sie noch an ein Zitat. Jeder wird einmal irgendjemanden kennen und so weiter. Wir brauchen es nicht vorsetzen. Das war Ihr Wunderheiler, Frau Kollegin Kugler. Und wenn Sie davon sprechen, dass die Menschen draußen spüren, was sie machen, dann gebe ich Ihnen 1000%ig recht. Ihre Regierung ist unter 30% mittlerweile im Vertrauensindex. Sie spüren ganz genau, was sie mit den Menschen gemacht haben. Und das sollten Sie sich auch hinter die Ohren schreiben. Ich habe ja ursprünglich, wie die Sitzung begonnen hat, dass die dringliche Anfrage an den Herrn Bundeskanzler Nehammer geht, aber es dürfte nicht besonders interessieren. Zumindest ist er seit geraumer Zeit nicht mehr hier im Plenum und ich hätte mich so gern mit ihm auseinandergesetzt, weil er hat vorher davon gesprochen, also er hat von irgendwelchen Schirmen erzählt. Ich habe gar nicht gewusst, dass eine Partei alleine so viele Schirme haben kann. Aber ich sage Ihnen eines von der ÖVP, wir brauchen tatsächlich einen Schutzschirm. Wir brauchen einen Schutzschirm vor dieser Regierung und dieser Schutzschirm würde heißen Neuwahlen sofort. Das sage ich Ihnen auch ganz klar. Denn wenn man über das Thema Teuerung spricht, dann reicht es nicht alleine aus, über die SPÖ zu sprechen. Nein, da muss man ganz massiv die ÖVP in die Ziehung nehmen und muss einfach nur mal vor Augen führen, was gerade diese Bundesregierung unter der Führung der ÖVP an Belastungen mit sich gebracht hat. Ich habe gar nicht gewusst, dass man in so vielen Bereichen Belastungen überhaupt starten kann, wie sie es getan haben, aber reden wir mal drüber. Wir haben eine Teuerungsproblematik und Ihnen fällt mit Ihrem grünen Anhängsel nichts Besseres ein, als eine CO2-Steuer einzuführen. Wir haben eine Teuerungsproblematik, die schon weit vor der Ukraine-Krise begonnen hat und Ihnen fällt nichts Besseres ein, als in einen Wirtschaftskrieg mit einzusteigen und uns zu erklären, dass diese Sanktionen alle treffsicher sind. Ich weiß nicht, ob Sie hin und wieder die Medien konsumieren, aber schauen Sie mal an, wie viel mehr Gewinn die Russen mittlerweile aus Energieverkäufen lukriert haben, als es vorher der Fall war. Wollen Sie uns noch einmal erklären, Herrinnen, dass die Sanktionen, dass die treffsicher sind? Nein, sie nützen gar nichts, im Gegenteil, sie haben den gegenteiligen Effekt und das muss man auch einmal ganz klar sagen, zumindest wenn man Ihren Ansatz dazu heranzieht. Und noch etwas, meine sehr geehrten Damen und Herren von der ÖVP, da ist vorher ein bisschen ein Raunen gekommen, wie der Clubobmann Kickl über den ORF gesprochen hat, aber die Dreistigkeit, die hier seitens der ÖVP ausgeübt wird, die kann man trotzdem nicht dick genug unterstreichen und darauf hinweisen, was passiert ist. Wir haben einen ORF, der schon wieder eine Finanzierungslücke hat. Wir haben einen ORF, der eine Haushaltsabgabe haben möchte. Wir haben einen zwangsgebührenfinanzierten ORF und wissen Sie, was der ist? Der ist nichts anderes als hier kommunikatives Werkzeug seitens der ÖVP. Sie nützen den ORF für Ihre Zwecke aus und wenn Sie es nicht glauben, dann schauen Sie sich tagtäglich Niederösterreich heute unter der bisherigen Federführung vom Herrn Ziegler, meine sehr geehrten Damen und Herren. Und dann wissen Sie, wie Parteifernsehen Marke DDR ausschaut. Dann wissen Sie was, und da muss man doch noch auch den Finger in die Wunde legen. Wissen Sie noch was, meine sehr geehrten Damen und Herren von der ÖVP? Sie haben ja nicht nur den ganzen ORF mit den Geldern der Zwangsgebührenzahler für Ihre Zwecke missbraucht. Sie sind sogar noch, die Kronenzeitung hat Herr Benko gekauft. Das ist aber, glaube ich, Ihnen zuzuordnen. Herr Kollege, das auch nebenbei. Aber Sie sind ja nicht nur hergegangen und haben den ORF für Ihre politischen Zwecke missbraucht und für Ihre Wahlkämpfe. Nein, Sie haben ihn auch noch als Dirty Campaigning Tool eingesetzt. Sie haben eine Liederbuchaffäre aus dem Boden geschampft, wo niemand anderer als der Chefredakteur Ziegler damals die Regie geführt hat, in Absprache mit der Frau Mikl-Eitner. Und jetzt sind wir dann beim Thema Wahlbeeinflussung, denn wenn es so weit kommt, meine sehr geehrten Damen und Herren, und da fehlt mir irgendwie der Aufschrei der Linken hier herinnen, aber wenn es so weit kommt, dass ein Chefredakteur eines Landesstudios hergehen kann und wenige Stunden vor einem Wahlgang 3 Sendungen organisiert, wo die Frau Mikl-Eitner zu Wort kommt und sich dort politisch noch ausbreiten kann, wenige Stunden davor, Radio Niederösterreich Journal, Niederösterreich heute und dann auch noch die ZIP 1, meine sehr geehrten Damen und Herren, dann reden wir über Einfluss auf Wahlen. Und dann, glaube ich, ist der Spaß vorbei. Und wie gesagt, ich warte mal drauf, bis die Linken hierinnen auch munter werden und dieses Problem erkennen. Aber wenn wir schon bei Niederösterreich sind und der Herr Bundeskanzler ist noch immer nicht erinnern, dann sollten wir auch darüber reden, was uns Niederösterreich kostet, wenn man die ÖVP bewerben muss. Die Frau Mikl-Eitner, die hat 100.000 Dinge, die in Niederösterreich laufen. Eine Aktion Schutzengel zahlt natürlich der Steuerzahler. Nah und sicher zahlt natürlich der Steuerzahler. Tut gut Gesundheitsversorgungs GmbH mit 42 Angestellten, die jetzt sicher alle hauptamtlich im Wahlkampf tätig sind. Das ist das, was uns ihre Eitelkeit und ihre Partei allein in Niederösterreich kostet. Und auch das ist eine Grundlage für die Teuerung, die sich hier in diesem Land
darstellt, tagtäglich, wo die Leute nicht wissen, wie sie Miete und Energiekosten bezahlen. Und der Herr Bundeskanzler, der leider noch immer fehlt und vorher davon gesprochen hat, wie wichtig es ist, die Kinder zu schützen. Das unterschreibe ich zu 1000%. Was ich aber vor dem Hintergrund nicht verstehe, meine sehr geehrten Damen und Herren, der ÖVP Niederösterreich, ist es, einem Hermann Nitsch ein Museum zu errichten in Mistelbach, der 1969 in seinem Buch zum Orgien- und Mysterientheater übelsten Missbrauch an einem neunjährigen Mädchen detailliert beschrieben hat. Meine sehr geehrten Damen und Herren in Niederösterreich, schämen Sie sich nicht dafür, dass Sie diesen Herrn zu unserem Landeskünstler erhoben haben? Schämen Sie sich nicht dafür, dass der niederösterreichische Steuerzahler dieses Museum noch immer finanzieren muss? Und schämen Sie sich nicht darüber oder dafür, dass man dieses Museum auch noch dazu missbraucht, dass man Volksschulkinder dort durchschleift, die sich dann die Blutschützkünste von diesem Herrn Nitsch anschauen können? Also wenn Sie etwas für die Kinder machen wollen, sperren Sie dieses Museum zu und ziehen Sie alle Auszeichnungen vom Herrn Nitsch zurück. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich sage Ihnen eines. Sie fühlen zwar jetzt noch, Sie sind mit dem Füllhorn in Niederösterreich unterwegs, Sie machen noch irgendwelche Wahlkampfmaßnahmen. Es gibt diesen blau-gelben Energiebonus, wo dann die Energiebetreiber noch dazu herangezogen werden, die Briefe von der Frau Landeshauptfrau im Vorfeld der Landtagswahl auszusenden. Alles das wird ein jähes Ende haben und ich bin überzeugt davon, dass das bald sein wird, nämlich nach dem 29. Jänner. Warum? Weil dann sind Sie nicht mehr im Wahlkampfmodus. Dann werden Sie das Geld, das Sie jetzt erst von den Steuerzahlern ausgegeben haben, wiederum zurückholen, dann werden Sie wieder vergessen haben, dass es Pendler gibt, dann werden Sie vergessen haben, dass es Energieprobleme gibt und vor allem Kostenprobleme bei der Energie, dann wird Ihnen das alles wurscht sein, weil dann glauben Sie wieder im Sattel zu sitzen und dann geht alles so weiter wie vorher. Es wird nur ein Problem dabei vorherrschen, wir werden Ihnen einen Strich durch die Rechnung machen, sehr geehrte Damen und Herren. Niederösterreich ist der Ausgang allen Übels in der Bundespolitik. Die Proponenten, die hier momentan das Sagen haben, sind allesamt aus Niederösterreich, allesamt in der Tradition von Ernst Strasser. Damit werden wir Schluss machen und eines sage ich Ihnen auch ganz klar, die einzige Alternative zum schwarzen und zum roten Hani ist Oder Landbauer und der wird Ihnen dann zeigen, wo der Bartl den Most herholt.